wieder passierte? Sie ist so unglaublich tollpatschig. Normalerweise ist es ja ein ganz normales Mädchen. Du hast hier den Ruf, ein Magnet für Katastrophen zu sein. Und sie glaubt aber eigentlich ganz lange Zeit nicht daran, dass sie die Auserwählte sozusagen ist, dass sie das überhaupt schafft, dass sie das überhaupt alles kann. Du musst dich deiner Angst stellen, um die Menschen zu beschützen, die du liebst. Ich habe Sarah beim Eurovision Song Contest kennengelernt. Sie ist damals für Italien angetreten und ich für Kasachstan. Und sie war da schon extrem nett und ich schätze ihre Stimme wirklich sehr. Meiner Meinung nach hat sie eine der schönsten Stimmen in Deutschland. Also ich freue mich extrem, dass Mike Singer Cat Noir sein wird und die Gesangsstimme übernimmt und dass wir auch ein Duett zusammen haben. Was sagt mir mein Gefühl, bin ich schon zu dir? Die Herausforderung für mich war eigentlich eher das Musikalische, weil ich sowas in die Richtung noch nie gemacht habe. Es ist ja ein bisschen musical-mäßig. Lange hab ich mir Gedanken gemacht, wann wendet für mich sich das Blatt? Das ist dann sozusagen mein Solo, wo ich dann wirklich auch zeigen kann, ey, die Gefühle müssen raus. Und für mich ist es ein total emotionaler Moment in dem Film. Es ist soweit, ich fühle mich frei, durch die Stadt zu schweben. Vergessen sind der Kummer und Schmerz. Ich wollte auch meine Schlenker mit reinnehmen. Das, was ich auch in meiner Musik mache, so dass die Leute mich wiedererkennen. Ich will da schon meine eigene Note reinbringen. Schön wär's, wenn nur echtes Lächeln mir bliebe. Dann wär die Welt schön wie nie. Wenn ich ins Studio gehe, dann habe ich immer absolute Freiheit. Ich darf quasi mich frei entfalten und genau so, wie mein Gefühl mir halt sagt, singen. Aber bei einer Gesangsstimme im Studio, da ist es schon etwas anderes. Da ist man schon sehr gebunden und es muss natürlich eins zu eins passen. Am besten denke ich nicht mehr dran. Nur Fantasie, was geht's mich an? Die Songs, die ich für Miraculous einsingen darf, sind richtig schön. Also da könnt ihr euch wirklich auf was freuen. Ich welche Person trägt man in sich? Ich bin mir ganz sicher, dass groß und klein, also vor allem die ganze Familie, glücklich sein wird, wenn sie diesen Film gesehen haben, weil man viel dazu lernt. Das ist eine tolle Geschichte. Ich glaube, dass der Film ganz vielen jungen Mädchen und ganz vielen jungen Jungs da draußen sehr viel Mut geben kann, auch an das Unmögliche zu glauben, Ziele zu verfolgen und vor allen Dingen auch nicht aufzugeben. Ich habe völlig vergessen, wie laut dieser Teil werden kann.